Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Euer Wiki ist wieder für euch am Start und ja, danke fürs Reinschauen und Anschauen und Liken und Kommentieren für das erste Folge. Wow, danke Scheiß. Ich musste das Spiel einmal neu installieren, da ich die ganze Zeit einen Unity-Crash gekriegt habe und ich das mit allen möglichen Dingen, die mir vorgeschlagen wurde, nicht hingekriegt habe oder die ich allgemein gefunden habe. Ich bin jetzt kurz nach Kolnica. Ja, hier steht gerade unbegrenzt drin, das meine ich wieder raus. Aber ich hatte null Platz mehr. Und wusste nicht. Ach so, das. Ach, da weht einer. Oh, das wusste ich jetzt auch nicht. So, 48. Sehr gut. Ja, muss die Sachen verkaufen, weil ich hatte keinen Platz mehr. Also absolut nichts. Ich habe mein Lager und so war halt auch voll. Sie macht Butter, cool. Ah. Ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank für alle neu dazugekommenen und alteingesessenen. Freut mich, dass euch die erste Folge so gefallen hat. Und sei doch nicht so. So, jetzt sieht das Ganze auch schon wieder anders aus. Und ja, ich mache mich jetzt mal auf den Weg nach Hause. Es ist so verwirrend, dass du seitwärts einfach schneller läufst in dem Spiel. Es ist manchmal schon verwirrend. Ja, wir sehen uns gleich im Dorf. Dann erzähle ich euch noch einiges. So, hier sind wir auch schon. Nur um euch mal abzuholen, warum ich so viel Gedönse hatte. Hier lagen tatsächlich, hier sind Banditen gewesen, die mich irgendwann, während ich hier Zeug gesammelt habe, habe ich die auch rausgefunden, dass die hier sind und die haben mich natürlich angegriffen. Die habe ich dann während meiner Bauphase, ja, zweimal oder so, glaube ich, erledigt, weil das waren 5 oder 6 Stück. Ja. Dann habe ich hier drüben noch geplündert. Da war auch ganz viel Zeug. Und ich weiß nicht, ob das mit dem Gebäude zu tun hatte. Auf jeden Fall, wenn ich irgendwas hier drin angeklickt hatte oder in die Nähe gekommen bin, manchmal hatte ich den Unity-Crash. So. Hier ist auf jeden Fall das Haus. Schön mit Zaun drumherum. Ich habe auch Kirschbaumsetzlinge da drüben gefunden. Und ja, das ist ja das Schöne. Hier seht ihr diese wunderschöne. Ach, du kannst das Ding nicht anstellen. Ah, den Grill, das zeige ich euch mal. Ihr könnt nämlich jetzt. Das ist wieder richtig typisch. Wenn du kannst anpassen, dann kannst du dementsprechend einen anderen Grill draus machen. Richtig cool. Und das ist mir auch neu, dass du die Betten verändern kannst. Oder geht das nur im Singleplayer? Wenn ihr das wisst, schreibt es bitte gerne in die Kommentare. Würde mich riesig interessieren. Ja, hier seht ihr noch die ganze Ausbeute. Und wie ihr seht, ich habe null Platz hier drin. Muss unbedingt irgendwie ein Materiallager oder so bauen. Ich krieg halt nichts unter. Ich muss den Eimer, glaube ich. Das ist ja das Gute. Das Zeug geht ja nicht verloren hier. So. Wir brauchen unbedingt einen Rucksack. Diese 35 Kilo am Anfang, die sind so anstrengend. Finde ich jetzt. Kann ich das noch wegtun? Hoppen. Federn dürfen auch noch weg. Ach, das Säckchen habe ich jetzt vergessen. Okay, das verkaufe ich wann anders. Einfach einen Tonika gefunden. Ja, cool. Plus 4 plus 2 minus 4 minus 6 minus 2 minus 10. Das ist gut.
Und wie gesagt, und was ich auch gefunden habe, war ein Bohut. Stiefel wären cool gewesen. Also sehen wir schon gleich wieder ganz anders aus. Und auch wenn ich die Zeit jetzt eigentlich nicht zu hätte. Aber wir schlafen jetzt mal bis zum nächsten Tag. Und dann will ich euch was zeigen. So, bin immer noch viel zu schwer. Genau, also wie gesagt, hier haben wir die kleine, den kleinen Dings hingestellt. Hier habe ich mit dem Weg angefangen. Hier hinten kommt ein Haus hin und das Materiallager. Und hier drin ist jemand. Ist Danislava. Ich grüße dich. Kann ich dir bei etwas helfen? Freundliche Worte und keine Steine, das ist ungewöhnlich. Ich kann dir Steine geben, wenn du welche brauchst. Nein, danke. Die Leute hier versorgen mich mehr mit Steinen, als ich verkraften kann. Wie kommt das? Naja, für gewöhnlich bewerfen sie mich damit und rufen, Hexe, Hexe! Warum? Manchmal reicht es schon aus, eine alte Frau zu sein und viel über Heilkunstkräuter und den menschlichen Körper zu wissen, damit die Leute Vorurteile haben. Du würdest dich wahrscheinlich gut mit dem Bader verstehen. Meinst du, vielleicht sollte ich ihn dann einmal besuchen, aber zuerst muss ich ein Dorf finden, in dem ich leben kann. Zufälligerweise baue ich gerade meine eigene Siedlung auf und brauche Leute. Oh, okay. Bin sicher, du findest eins. Vielleicht könnte ich dich sogar in Mainz einladen, aber darüber hinaus muss ich erst nachdenken. Okay, ich nehme sie jetzt mal noch nicht mit. Also ich würde sie schon mit ins Dorf nehmen, aber schreibt es liebend gerne in die Kommentare, ob wir sie mit aufnehmen sollen. Die ist bestimmt echt cool. Aber ich würde davor halt ganz gern, hier ist auch nochmal ein Säckchen und so. Oh je, Mini. Ja, ganz davor würde ich nämlich dann das Haus bauen und das Materiallager. Und ich dachte mir, wir machen das diesmal ein bisschen anders. Ich würde nämlich ganz gern die Wege und das Dorf im Allgemeinen so ein bisschen anders machen. So ein bisschen die Landschaft mit einbinden und so vielleicht. Ich glaube, das wäre ganz cool. Da vorne geht es dann auf den Weg. Genau. Da habe ich nur das Problem. Ich muss die Sachen irgendwie alle irgendwo hinlegen. In der Hoffnung, dass nachher noch alles da ist. Aber wie am dümmsten? Bunny, was ist denn das krass Schwere? Die Kupfersachen halt, ne? Aber brauche ich halt alles? Ja, okay, wir haben 31 Steine dabei. Das könnte es auch noch sein. Wie ihr ja gesehen habt, ich habe das Haus direkt mit Stein gebaut. War mir lieber, das hat man ja mit Stefan auch so. Wir haben danach die Bewohnerhäuser alle mit Stein gebaut. Aber... ach, ich habe Schnellbauen noch drin. Schreibt es mal in die Kommentare. Sollen wir es drin lassen oder sollen wir es rausnehmen? Ich würde es jetzt im Moment mal noch kurz drin lassen, damit es ein bisschen... oh, perfekt. Wir haben den Holzschuppen. Das ist nämlich eins, was wir ganz schnell brauchen, ist einfach... unsere Holzproduktion. Das ist halt nicht die Frage. Wie gesagt, ich würde ein paar Bäume gern stehen lassen, aber auch nicht alle. Dass wir das so ein bisschen drin lassen. Weil ich würde gern... äh,
dass wir nicht so die krasse Brandrodung haben. Wenn Stefan und ich eins bemängelt haben, es sah halt schon echt komisch aus. Ne? So, ich würde tatsächlich... Doch, ich würde auch... Oh, ne, ich brauche den... Wohl, wenn wir den Eingang hier hin machen. Doch, das ist eine Idee. Dann... Halt so rum. Genau. Muss ich halt wieder sehr viel Stein sammeln. Aber ich glaube, das ist das kleinste Übel. Wir werden bestimmt was finden. Dann machen wir hier auch nochmal Wand und hier dann Fenster wieder hin. Genau. Da oben brauchen wir natürlich auch Stein. Ich würde ja am liebsten auch direkt Holzdächer machen, aber wir haben ja logischerweise noch keine Bretter. So. Dann den Holzschuppen. Den würde ich auch gleich platzieren, genau. Den Holzschuppen, der macht der sich ganz gut. Ich glaube, der ist hier ganz schick. So, brauchen wir gleich einen Weg dazu. So. Da lang. Darüber. Dann würde ich mal sagen, hier wird sich ein Brunnen sehr gut machen. Aber... So. Wir werden auch mit Deko arbeiten. Achso, nee, das war jetzt doof. Einfach mal so ein bisschen dekorieren. Ah, Dings kann ich nicht mehr entfernen, ne? Wisst ihr das noch? Wege? Ach doch, Wege kann ich auch... Ging das schon immer mit Wege entfernen? So, weil... Upsala. Ich krieg's noch hin, Moment. Bin neu in dem Spiel. Kenn mich nicht so aus. So. Jeder kriegt so ein kleines Grundstück. Ich finde, das gehört einfach irgendwie dazu. Also jetzt nicht jeder so groß wie bei uns vielleicht. Aber da kann man halt dann so ein paar schöne Deko-Sachen hinstellen. Und ich denke mal, das macht das Ganze irgendwie attraktiver. Also nicht, dass die Leute hier einziehen wollen, sondern einfach... Das Auge spielt halt auch mit, ne? So muss man es ja auch sagen. So. Oder was meint er? Finde ich doch gut. Also ich finde das so schick. Genau. Und mehr habe ich, glaube ich, gerade noch gar nicht. Überleben. Ah doch, die Jagdhütte hätte ich auch tatsächlich schon... Platzieren wir die doch auch gleich mal. Also hinten haben wir den Holzschuppen. Und da halt hier hinten das ganze Rotwild ist, würde ich tatsächlich den Jäger... Ah, nee, den Jäger setzen wir weiter rüber. Machen wir da hin. Bauen wir auch gleich nochmal einen Weg. Oh.
Sehr gut. Oh, da lagen Steine, die ich hätte brauchen können. Naja, okay. Jäger wäre auf jeden Fall gut. Dann haben wir hier noch die ganzen Steine, die wir mitnehmen müssen. Aber, also wie gesagt, schreibt es lieben gerne in die Kommentare, auch wie immer für Tipps, Tricks und so weiter. Da bin ich wie immer offen, wisst ihr ja, das ist bei mir überhaupt kein Problem auf dem Kanal. Und, ja, schreibt es in die Kommentare, ob schnell bauen oder nicht, aber ich glaube nicht. Oh, da liegt, wieso liegt da ein Kaninchen? Was ich euch auf jeden Fall auch noch sagen kann, was neu mit dem Patch dazugekommen ist, die Tiere wurden angepasst. Wölfe sind richtig schlau, die fangen an mit dich zu umkreisen und lauter so Zeug und ja, das ist anders wild. Hier liegt noch ein Kaninchen. Hm. Ja, aber kaum sind die Steine weg, sind wir auch schon nicht mehr so schwer. Wer hätte es gedacht? Da. Sehr gut. Weil wir müssen ja auch auf jeden Fall Überleben noch skillen. Ich habe mir schon gedacht, aber das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich hätte tatsächlich die Zeit doch hochgestellt. Dass wir erstmal, keine Ahnung, den Frühling erstmal so, was weiß ich, 10 Tage oder so spielen. Ich weiß jetzt nämlich nicht mehr, ob ich die jetzt noch hochstellen könnte oder ob das dann erst wieder nach dem nächsten Jahreszeitenwechsel funktioniert. Und ob wir dann 10 Tage Sommer machen, weiß ich nicht. Ich habe mir allgemein überlegt, ob wir die Jahreszeiten hochstellen, weil wenn du alleine bist, brauchst du halt doch auch mal länger. Und ich will eigentlich auch ganz ungern, wie ich ja auch gesagt habe, ich werde einiges auch ohne euch in diesem Sinne machen. Aber nicht, dass ich dann jetzt hier so ein bisschen was mache, vorbereite oder sonst irgendwas. Und dann ist halt schon wieder 2 Monate später gefühlt, ne? Das wäre ja halt schon doof. Kann man gleich nehmen, da ist es weg. Sind wir auch wieder ein bisschen flotter, dann braucht man nämlich wieder ganz viel Holz. Entschuldigung, Herr Asthmatiker. Und den können wir eigentlich gleich fertig machen, den Zaun. Haben wir nämlich auch die Stöcke erstmal weg. Sehr gut. Ja, Folgenlänge. Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich hätte jetzt auch so gedacht, so das ist wie so ein netter Snack in der Mittagspause, so was zwischen 20 bis 25 Minuten. Mehr würde ich tatsächlich nicht machen. Also eher mehr 20 sogar wie 25. Und ich fand das eigentlich immer ganz angenehm. Am liebsten würde ich teilweise sogar eher 15 Minuten machen. Aber da weiß ich halt nicht, wie gut, das ist. Je nachdem, was wir machen, machen wir mal eine kürzere Folge, würde ich sagen. Ich würde halt sagen, so wie es reinpasst. Aber wie gesagt, schreibt es liebend gerne in die Kommentare, was ihr so davon haltet, so zwischen 15 bis 25 Minuten. So in dem Dreh rum würde ich mich tatsächlich dann bewegen. Und ja, wie oft Folgen jetzt? Ich denke mal, so am Wochenende kriegt ihr mindestens. Oh, jetzt bin ich wieder zu schwer. Nein. Der reicht. Sehr gut. Jetzt am Wochenende würde ich sagen, vielleicht, oder gibt es jeden Tag eine, vielleicht auch mal zwei. Mal gucken. Ich habe da so ein, zwei Ideen. Und ja, ich glaube, das wäre jetzt auch gerade wieder der passende Übergang, wo ich dann sagen würde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, liebend gern Kommentare. Ich baue hier noch ein bisschen weiter und sammle weiter und sehen wir uns beim nächsten Mal und euer Wiki sagt, tschüss, kommt gerne.